Und weiter geht es mit einer neuen Folge Medal of Honor Airborne. Und ich hoffe immer noch, dass man mich hier verstehen kann, weil der Soundtrack gerade so übertrieben laut ist. So, wir müssen immer noch einen Tigerpanzer zerstören. Und so langsam geht mir der Soundtrack ein bisschen auf die Eier. Genauso wie der Typ da oben. Ah. Wo war der denn eben? Ah, der steht da immer noch. Ah, das BAR ist abgegradet. Habe ich da gerade eine Granate gehört? Ah. Da oben! Oh, ich treffe den von hier nicht, aber der mich... Das gibt's doch nicht! Die Mission ist ultra heftig. Jetzt sag nicht, die Gegner sind wieder alle neu da. Scheinbar schon. Also man muss es wirklich auf Anhieb schaffen. Weil, geht man drauf, die kommen alle wieder. Offensichtlich. Wie mir scheint. Geh mir aus dem Bild, du stehst im Bild, ich sehe nichts. Muss es tatsächlich auf Anhieb hinkriegen, sonst kommen die Gegner alle wieder. Was macht der denn hier, du Sch... Weg da! Meine Fresse nochmal! Ist cool, wenn die eigenen Leute einen so irgendwie ein bisschen rumspacken. So macht ihr den denn nicht alle da? Das MG streut aber auch extrem. So nur ganz kurze Schusshälften abgeben, um das halbwegs hinzukriegen. Irgendwo da vorne ist er. War Munition hier irgendwo? Wie viele Granaten haben wir denn noch? Oh, viele. Sollen wir dann mal eine Runde Bombentennis spielen? Und die mal alle so ein bisschen wegradieren hier. Auf jeden Fall muss man es echt auf Anhieb schaffen. Ich glaube, die sind echt alle wieder da. So, hier liegt ein Raketenwerfer, aber den werde ich brauchen, um den Panzer platt zu machen. Für was anderes kann ich den gar nicht gebrauchen. Okay, den haben wir. Na? Oh, 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 oh. Wo rennt der denn hin? Hier drüben. Wie kriegt man die Kleinen da hinten? Okay. Kommt ja einer nach dem anderen hier nach vorne gestürmt. Aber wie kommt man jetzt an den Typen da oben vernünftig ran? Ja, der ist hin. Okay. Also wohl doch mittendurch. Das war das schwarze verdammte MG. Nicht mal so ein Raketenhansel. Das scheiß Raketen. Hat er sich gerade selber weggesprengt da oben? Was ist denn das MG-Nest? Ich glaube, ich stehe genau drunter. Ja, da oben ist es irgendwo. Da oben drauf. Ach, da liegt er doch noch. Hier ist noch ein Raketenwerfer. Da vorne. Nein, geht auch drauf. Oh. Diesmal hat's funktioniert. Nur noch der da oben. Ich glaube, wir haben's.
Oh, Kontrollpunkt. Schön. Oh, da kriegt gar nichts mit hier. Ich hab ihn mal kurz mit einer Kugel aufgeweckt. Jo! Das ist der Panzer, den wir zerstören müssen. Ist aber noch ein normaler Typ. Irgendwo. Irgendwo da hinten. Okay, nehmen wir die mal. Da vorne war er gerade. Alles klar. Jetzt müssen wir nur den Panzer erledigen. Machen wir es ganz klassisch. Bisschen zur Seite strafen, drauf und weg. Man sieht gar nicht so viel bei ihm, dass das was bringt. Oh. Energie! Energie! Mann, was das Ding aushält! Unglaublich! Der will nicht kaputt gehen. Er räuchert doch schon. Ich habe nur noch eine Rakete hier drin. Oh, endlich. Okay, brauche ich nicht mehr. Oh, zerstört. Heftige Mission bis jetzt gewesen. Offizier, Abschlussbericht für Operation Market Garden. 17. September 1944. Das war unser erster Absprung bei Tageslicht. Entsprechend hoch waren unsere Verluste. Nach heftigen Kämpfen konnten wir allerdings alle Einsatzziele erfüllen und die Brücke von Nimwegen für unsere Panzerdivisionen auf dem Weg nach Arnheim sichern. Captain Campana hat mich darauf hingewiesen, dass sich Private First Class Boyd Travers während der Gefechte durch außerordentliche Besonnenheit ausgezeichnet hat. Besonnen? Naja. Boyd Travers zum Corporal befördert. Wir könnten mehr Männer wie Corporal Travers gebrauchen. Krasse Mission. Also insgesamt war die echt heftig, aber wieder nur 3 Sterne. Also wir sind so ein bisschen, mal so. 5-3, 5-3. Ja gut, wir sind ein paar Mal draufgegangen in Market Garden, aber bei der solchen Mission eigentlich auch kein Wunder. So, wo geht's denn jetzt hin? Essen, Deutschland. Okay. Alle mal zuhören. Jo, ich höre zu. Operation Varsity ist angelaufen. Endlich geht's nach Deutschland. Der Feind steht kurz vor der Kapitulation, aber das heißt nicht, dass er schwach ist. Hier springen wir ab. Die Air Force bombardiert dieses Fabrikgelände schon seit Wochen. Aber da unten steht immer noch militärisches Gerät für mehrere Monate. Das ist eine Panzerfabrik. Laut des örtlichen Widerstands ist in der Fabrik ein Eisenbahngeschütz versteckt. Sie wissen, was sie zu tun haben. Mehrere feindliche Panzer stehen für den Abtransport an die Front bereit. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Bahnhof nie verlassen. In dieser Chemiefabrik werden Flugabwehrgranaten gefertigt. Wir vermuten, dass sich im Keller ein größeres Munitionslager befindet. Finden und zerstören Sie es. Es ist ganz einfach. Zerstören Sie alles, was auf Sie schießen oder abgefeuert werden kann. Abtreten. Jojo, ganz einfach. Ist gar kein Problem. Machen wir doch mit links. In diese kleinen Mini-Safe-Zones sehe und... Oh nein, er schlägt mir eine Sniper vor. Oh nein. Also den nehme ich schon mal mit. Wenn er mir eine Sniper vorschlägt, dann werde ich wahrscheinlich auch eine brauchen. Sehr viel Schaden, sehr viel Präzision. Ja, was soll ich machen, ne? Wenn er mir die vorschlägt, wird das auch einen guten Grund haben. Effektivitätsstufe 8 bereits von den Gegnern. Okay, ich glaube, das wird heftig. Ach ja. Ein Fabrikgelände in Deutschland einnehmen. Wahnsinnig jung und dumm. Ja, ich glaube, das trifft halbwegs zu. Man hat ja gesehen, alles rot und 2 ganz kleine Bereiche, die grün waren. Was kommt raus, wenn Deutscher mit
Ganz einfach, es passiert ein Headshot. Ja. Wir stehen gerade ganz leicht unter Beschuss. Vielleicht sollten wir mal abspringen. Ja, jetzt. Oh, toll. Ich gehe da mal. Bleibt ihr ruhig liegen. Ich werde da mal ganz entspannt herausspringen. Aha. Oh Mann. So, auf den ersten Blick würde ich sagen, hier wird es verdammt viele Sniper geben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, man hört es auch schon. Man hat es eben schon gehört. Macht echt so den Anschein, dass es hier wirklich einige geben wird. Vom Levelaufbau her. Wow. Wo kommt da oben? Den haben wir. Ich glaube auch. Da hinten leuchtet was. Da ist einer. Zeig dich doch mal richtig, Mensch. Oh, Granaten. Ich und Snipern. Oh, oh Mann. Oh. Das ist so eine Safe Zone. Was macht denn der Gegner hier vorne? So viel zur Safe Zone. Cool. Dass der Feind hier einfach rein kann. Geil. Oh. Hier halt mal. Alter. Verdammt nochmal. Tolle Safe Zone. 2 mm groß. Oh! Ich hätte die andere nehmen sollen. Brauche Feuerschutz. Ja, nicht nur du. Da oben ist ein Sniper, da hängen die rum. Da taucht ein Gegner auf einmal auf. Das wird eine ultra heftige Mission. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Die nutzen auch sehr effektiv die Deckung aus. Sie schießen über die Deckung rüber. Hab ich ihn? Safe Zone, dass ich nicht lache. So. Granaten? Ach, Gewehrmunition. Da sind welche. Ah, kommt schon raus. Verletzt? Das war ein Kopfschuss. Und dem ist nicht mal viel übrig. Der ist jetzt ein bisschen hirnlos, unser Kollege. Oder was? Komm schon. Ach, dann halt so. Nimmst du halt die hier. Was? Wie konnte er das überleben? Nee, da kann man doch nichts mitnehmen. Ich dachte schon. Gewehrmunition voll. Ich könnte mal sie noch upgraden. Da oben ist einer. Die Panzerfabrik immer noch intakt. Finden und zerstören Sie den zentralen Kontrollraum. Tja, wie viele Sniper gibt's draußen noch? Wir müssen ja hier mehrere Gebäude rein. Was ist da oben noch gewesen? Was ist auch wahr? Es ist hin. Boah, gibt es ja viele Punkte, wo wir hin müssen. Sieht man ja auf dem Radar. Müssen wir überhaupt hier rein? Ja, doch. In der Nähe ist ein Ziel markiert. Aber wo?
müssen irgendwie nach oben. Ja, ist eine Panzerfabrik. Also irgendwo da lang. Kommen wir da hinten irgendwo durch. Merkwürdig. Gar keine Gegner hier. Okay, da wäre nochmal Heilung. Es ist verdächtig ruhig. Irgendwie ein bisschen... zu ruhig. Okay, da kommen die ersten. Irgendwo hier unten muss er sein. Da. Toll. Das hat ja wahnsinnig gut funktioniert. Okay, jetzt kommen die Gegner. Jetzt kommen sie. Noch die Frage, wie viele? Oh, schöner Headshot. Ich muss endlich mal lernen, das Snipern lernen, besser gesagt. Ja, wo ist denn der Kontrollraum? Dazu muss ich erstmal da raufkommen, wenn ich es zerstören soll. Da oben hin, oder was? Oh! Puh! Scheiße. Jetzt kommen sie alle. Oh! Nein! Oh, weg! Ich hänge irgendwie fest. Gib mir doch mal Deckung. Oh nein, jetzt sag nicht, meine Waffe ist mit einem verdammten Visier verhunzt. Och, nicht doch. Jetzt kann ich mir wieder eine neue suchen. Das ist scheiße mit dem Visier bei der Waffe. Das ist echt Müll. Ich brauche eine andere. Oder ich darf nicht zielen. Na, nee, das gefällt mir nicht so. Ja. Okay, erledigt. Sollen diese Dinger da zerstören? Ja. Aber das ist scheiße mit dem Visier. Da oben. Sind das unsere Leute? Ah! Ist offenbar nicht. Irgendwie ist dann Gegner nicht nur einer. Treffen wir den irgendwie? Alter, mal die Rübe still. Ah! Zu weit weg. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall jetzt das Gedöns da zerstören. Aber das versuchen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.